Ja, hallo zu einem weiteren Mabacher-Vlog zu Weihnachten. Ich bin gerade sehr produktiv. Mabacher TV. Dieser Vlog musste sein, weil es mir am Herzen liegt. Ich muss euch das unbedingt mitteilen. Adventzeit geht ja heute zu Ende, 24. Und die Adventzeit ist ja nicht nur die Mabacher Weihnachtsgeschichtenzeit. Nein, aber auch. Danke fürs Zuschauen übrigens. Nein, Adventzeit ist auch die Zeit der Adventkalender. Jetzt ist es so, dass ich der Meinung bin, man ist nie zu alt für einen Adventkalender. Meine Mama hat irgendwann gedacht, so als ich ungefähr 30 war, dass sie mir keinen mehr nach Wien schicken muss. Hat mich schwer getroffen, aber hat mich auch dazu gebracht, erwachsen zu werden und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Seitdem gibt es in meinem Haushalt immer einen Adventkalender für mich. Und seit ich Assistenz habe, auch Assiländers und Passiländers. Tja. Und ich habe ja auch Mitbewohner und deswegen teile ich mir diesen Adventkalender immer mit meinen Mitbewohnern. Seit einigen Jahren habe ich einen Mitbewohner. Deshalb ist für mich persönlich die Devise Männer Adventskalender. Jetzt könnte man meinen, dass da geht es um Alkohol und harte Sachen, aber nein, ein Männer Adventkalender ist in meiner Definition etwas, das nur ein echter Mann neben sich stellen kann und trotzdem noch stolz drauf sein kann. Ich gebe zu, ich habe meinen Mitbewohner nicht gefragt, aber er war Mann genug und zieht es mit mir durch oder hat es versucht. Wir haben es beide aufgegeben. Hier kommt er jetzt, ohne lange Umschweife. Der männlichste Adventkalender, den ich in Österreich habe irgendwie auftreiben können. Seid auf wirklich Schlimmes gefasst. Trara! Hello fucking Kitty. Absichtlich fucking Kitty. Ihr seht, er ist noch fast zu. Ist nicht zufällig so. Wir waren beide nicht manns genug, diese ekelhaften Innereien in uns hineinzustopfen. Deswegen haben wir gleich zugelassen. Er ist scheiße. Hello Kitty ist scheiße. Wenn ihr eurem Kind was Gutes tun wollt, dann schenkt ihm Hello Kitty Puppen, Quietscheenten, was auch immer, aber keinen Hello Kitty Adventkalender. Ihr könntet sagen, okay, hat er gekauft, weil er billig war? Ja, er war billig. Er hat 2 Euro irgendwas gekostet und im Abverkauf nur noch 1,70. Aber ich habe ihn gekauft, weil er wirklich der hässlichste war und der kitschigste. Und nur echte Männer können sowas, ja? Und ja, scheiße. Hello Kitty. No Kitty. Er ist wirklich, kauft ihn nicht, liebt eure Kinder anderweitig, aber schenkt ihnen keine Hello Kitty. Hello Kitty ist... Scheiße!